Schön, dass ihr da seid. Wir sind immer noch an Dark Souls 2 dran. Ich habe gerade eben, oder in der letzten Folge für euch, den letzten Riesen, so hieß er glaube ich, platt gemacht. Und bin jetzt wieder am Leuchtfeuer. Es gibt eine Sache, die ich unbedingt rausfinden muss, und zwar jetzt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist das, was ich jetzt tun werde, auch wenn es eine Stunde dauert. Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht, dass es eine Stunde dauert. Ich muss rausfinden, wie ich leveln kann. Ich schleppe jetzt hier 18.000 Seelen mit mir rum und habe noch nicht ein Level gemacht. Wir fragen mal bei ihr nach. Is that a shard you found? Ja, ist es. Here, let me see it, so that I may help you to see light. To see hope. Ja. However faint it might be. Ja. Wir müssen keine Stunde suchen. Da steht's. Aufsteigen. Yes. Aber erstmal Estus da Flakon verstärken. Nice. Okay, also. Ein bisschen mehr Leben brauche ich. Auf jeden Fall. Kostet ja auch kaum was. Gehen wir mal ein paar Pünktchen nach oben. So, 15. Kondition. Das erhöht den Balancewert. Damit kann ich schneller aufsteigen, aufstehen, wenn ich hinfall, schätze ich mal. Oder ich werde nicht so schnell umgehauen. Finde ich gut. Bell. Belastung. Okay. Giftresistenz und körperliche Abwehr finde ich auch gut. Zauber sehe ich mich auch hier in Dark Souls 2 nicht so wirklich. Stärke, klar, direkter Schaden, Trefferpunkt. Oh, warte mal, was? Verstümmelnresistenz? Wait. Versteinerungsresistenz. Oh, versteinern. Okay, das gibt's auch noch. Versteinerung verursacht sofortigen Tod. Erhöht sich mit Resistenz. Aha, das habe ich auch durch die Vitalität erhöht. Okay, können wir die Hilfe wieder ausmachen? Also Leben haben wir ein bisschen mehr. Stärke? Wo waren wir? Zauber, Stärke. Angriff, ja, bisschen mehr Schaden wäre natürlich cool. GSK, jetzt brauche ich doch die Hilfe wieder. Geschicklichkeit. Das Attribut, das das Tragen von Waffen die Geschicklichkeit erfordern ermöglicht, erhöht auch die Angriffsstärke. Okay. Anpassung. Erhöht verschiedene Attribute, um zu überleben. Erhöht Beweglichkeit und andere Resistenzen. Intelligenz, Magieabwehr und stärkt Zauber. Willenskraft, Blitzabwehr und stärkt Wunder. Also, ich möchte auf jeden Fall Giftresistenz, Belastung, ja, die Belastung ist, glaube ich, was ich tragen kann an Ausrüstung, oder? Erhöhtes Gewicht, verlangsamt Bewegung, maximal ausrüstbares Gesamtgewicht, ja, okay, genau. Also, will ich da schon auch ein, zwei Pünktchen reindrücken und dann vielleicht brauche ich ein bisschen Geschicklichkeit, aber auch Stärke wegen den Waffen. Ich glaube, ich habe viel in Vitalität jetzt geschmissen. Das können wir erstmal nochmal auf 13. Beweglichkeit, Balance. Ja, komm, hier machen wir schon auch ein bisschen was hoch. Auf 8. Auf 7, auf 8. Ja, so ist gut. Nice. Sehr gut. Okay, 2 Estus-Flakons und gelevelt. Mehr Leben. Jetzt einmal zum Schmied schauen. Hi. Na, bei der Arbeit? You stand back. This is dangerous work. Okay. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. And you are another useless traveler. Okay.
man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. Show me what you've got. Let me have a look, but do it quick. Okay, hier kann ich auch Sachen reparieren. Und was hast du so zu verkaufen? Pfeile. Was ist das hier? Stellt Ausrüstungsrobustheit wieder her. Reparaturpulver, okay. Und eine Titanscherbe. Und er hat ein paar... eine fette Kampfaxt. Für 1500 Seelen. Ich fand die ja super. Im ersten Teil. Ich bin aber ganz zufrieden mit dem Schwert aktuell. Gut. Wissen wir das, was es hier gibt? Momentan würde ich sagen, passt. Okay. Da hinten ging es noch wo runter, da habe ich nicht geguckt. Hier war ich hier lang gelaufen. Ja, hier war ich lang gelaufen, ne? Da geht es dann hier zu dem anderen Leuchtfeuer. Da unten war ich noch nicht fertig. Ich guck mal an, was es da unten noch gibt. Wir erforschen mal da unten die Ecke noch ein bisschen. So, also. Ich konnte jetzt aber diese Türen trotzdem nicht öffnen. Wo waren denn noch Türen? Oh, ich gehe mal... Oh, ja. Ich weiß, wo ich hingehe. Ist hier jetzt einer? Nee. Da steht nur der... Wait. Ach, den habe ich gekillt. Okay. Ah, so viel mehr Schaden habe ich dem jetzt nicht gemacht. Kann ich diese Tür jetzt öffnen? Ja. Nice. Oh, hier ist aber dunkel. Und warum ist hier ein Rufsymbol? Das macht mir minimal Angst. Oh nee. Stehst du wieder auf? Anscheinend nicht. Köderschädel, okay, ja, kennen wir. Geht's hier irgendwo? Es ist sehr dunkel. Ihr seht, glaube ich, gar nichts. Kann das sein? Und ich habe schon heller gemacht. Oh, hier sind drei. Eine Fackel, ja. So dunkel ist es nicht. Okay, sehr schön. Gut. Ah, schau mal. Aha. Hier war ich schon mal. Glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Hi. Okay. Lebensstein, nice. Menschenabbild, jawohl. Och nö, eine Schildkröte. Ah, verdammte Axt. Ah. Kannst du hier reinkommen? Fände ich uncool, wenn du hier reinkommen kannst. Du kannst hier reinkommen. Du kannst hier reinkommen.
Wo geht's hier hoch? Oh nein, zwei von denen. Oh Gott, drei. Ja, lass mal bleiben, bitte. Aua, oh Gott. Oh, er ist runtergefallen, sehr gut. Ah, der andere ist da reingegangen. Oh. Ja, so ungefähr. Invasion des Finsters, was ist mit Dennis? Was? Nein. Oh nee. Mit den Boys im Hintergrund. Shit, 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 shit. Ja, ich hüpfe hier runter. Ist mir egal. Oh nein, 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 oh nein. Oh fuck, fuck, fuck. Nein, Sackgasse. Nein, keine Sackgasse. Leuchtfeuer. Scheiße, hier darf ich nicht ran, ne? Oh nee. Nee, 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 nee. Okay, alles halb so schlimm. Ich hatte kaum Seelen. Wait. Okay. Nice, dass das gezählt hat, dass ich hier spawnen darf. Cool. So, den Loot habe ich. Ah, jetzt kommt der. Finstergeist Dennis. Mein erster Vorname ist Dennis, mein zweiter ist Tassilo. Oh, was hast du denn, ey? Oh, und ich kann den nicht... Boah, okay, okay. Er hat irgendeine ganz wilde... Braucht man gar keinen Zauberstab mehr in Dark Souls 2 zum Zaubern? Das muss ich... Das könnte bedeuten, dass ich vielleicht doch mal den ein oder anderen Zauber einsetze. Wie bekämpfe ich den am besten? Hier drin so vielleicht. Keine Ahnung. Shit. Aua, kein Flakon. Kein Flakon für Dennis. Den kennst du nicht, in der Originalversion kommt er dort nicht. Ah, okay. Vor allem bin ich ja jetzt eine Hülle. Mich wundert's, dass der hier überhaupt... Ich dachte, die erscheinen nur, wenn man menschlich ist. Der macht ganz schön Schaden und ich kann ihn nicht abhalten davon. Hi Dennis. Servus. Oh, das ist aber auch ein... Was ist das denn? Warum? Voll die miese Nummer, ey. Vielleicht mit ihm ein bisschen hier so spielen, dass ich mal runterhüpfe, wenn er seine Dicke macht oder so. Wenn er einen auf dicke Hose macht, hier mit diesem... Ach, wow, natürlich kommt da unten einer. Shitty! Oh,
Oh, Leute, ja komm. Ach, wenn sie dann so einen Rhythmus haben, dass der eine einen haut. Das ist übel, ja, Dennis farmt hier. Also ich bin ja auch immer noch offline, ne? Oh, oh shit, oh shit. Da steht ja eine Schildkröte. Oh, 2, 3, 4 Schildkröten. Warum kommt ihr runter? Oh mein Gott. Uncool, Leute. Uncool. Ach ja. Gebostener Augapfel, keine Ahnung. Lauf weg. Bastardschwert. Peitsche. Oh, da ist er ja wieder. Kein Treffer. Ich würde ihn gern parieren probieren. Es geht nicht. Ich bin zu spät dran. Ha. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, wo ich hier gelandet bin, ehrlich gesagt. Wir machen das anders. Ja. So viele Seelen hatte ich nicht, ist nicht so wichtig. Ich gehe von hier aus nochmal auf Erforschung. Also, rechts runter war... Aua. Das ist alles, was hier rechts unter mir ist, schätze ich mal. Wo ich noch nicht war... ist da hinten, wo der eine Boy sitzt und mir was von Banditen erzählt. Da lang bin ich noch nicht gelaufen. Und was es mit dem Baum auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Oder war ich hier schon? Nee, hier, oder? Auf jeden Fall geht das Tor zu. Ja, guck mal. Leute, 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 immer mit der Ruhe. Ah nee, da kommen noch mal 3 Hits. Nee, was? Nee, ach Mist. Shit. Ah. Da wäre jetzt so eine Brandbombe sicherlich geschickt. Ruhender Drachenschild. Die Tooltips sind einfach mit einer guten Festplatte nicht lesbar. Okay, aber das ist machbar dort hinten. Also gegen die Schildkrötenboys, gegen die will ich nicht unbedingt kämpfen. Die sind nervig, wollte ich sagen. Nee, jetzt ist hier zu. Nein! Be careful out there. The freak! Unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Ja, jetzt ist hier zu. Okay, das war wohl eine einmalige Nummer. Ja, und da hinten ging es weiter zu dem... Hm.
Okay. Was ging dir genauso? Mir ging es anfangs genauso. Ich bin als Zauberer gestartet. Ich habe gerade kurz überlegt, was ich gesagt habe in dem Moment. Ich habe es vergessen. Ah, ich kann. Oh, danke. Jawohl. Aber jetzt hat er Schaden gekriegt, ne? Er ist sogar draufgegangen. Geil. Jawohl. Oh. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ständige Sterben. Ach so, ja, alles easy. Das gehört ja zu dem Spiel, ne? Könntet ihr nicht bitte? Nee, shit. Das Saufen dauert so lang und dann dauert das Auffüllen der Gesundheit. Selbst wenn der Punkt gekommen ist, dass sich die Gesundheit füllt, dauert das Füllen noch so lange, dass der nächste Schlag Schaden einen killen kann. Gut, egal, wir hatten kaum Dinger, deswegen, ja, ich sehe jetzt gerade nicht, warum ich hier noch weiter, was ich hier noch weiter suchen soll. Außer Dennis. Außer Dennis habe ich hier jetzt nichts gefunden. Warum sitzt du jetzt da drüben? Weiß man nicht. Dann gucken wir mal darüber, ob wir da namenlose irgendwas hier finden. Ist eigentlich der Schlüssel? Kann ich mit dem Schlüssel vielleicht auch hier aufmachen? Verschlossen. So, was gibt's hier? Hallo? Vorrichtung bewegt sich nicht. Gut, das ist ein Shortcut. Ja, ich weiß aber, was man mit der Kamera hier meint. Warum dreht die sich jetzt einmal so schnell und einmal so langsam ein bisschen? Das ist seltsam. Oh, du bist doch eine giftige Truhe, oder? Wenn du hier so einfach rumstehst. Nee? Okay. Karmesin Parma. Okay, einen Moment. Ich muss mal ganz kurz durchs Inventar schauen. Ich habe so viel Zeug bekommen. Äußerst glatter, seidiger Stein. Okay, Ordnungsknochen, keine Ahnung. Das ist alles klar. Ein paar Münzen, bisschen PvP-Kram. Dann haben wir hier erhöht vorübergehend Ausdauerregeneration. Okay. Stellt Zaubereinsätze wieder her. Okay, ja, alles klar. Schwarze Feuerbombe, die sind krass, das weiß ich. Zauberrune explodiert und richtet Magieschaden an. Okay, auch cool. Gut zu wissen. Gut, dann. Einige Schwerter. So, also das Kurzschwert hat 100 Schwertschaden einfach. Die sind bei 80. Dann haben wir hier das Fußsoldatenschwert 115 und irgendwas anderes. Ah, mit dem kann ich von hinten, glaube ich, angreifen besser, schätze ich mal. Bastardschwert 140. Und die Hellebarde. Wieso kann ich hier nicht benutzen klicken? Ach so, weil das ich bin nicht im Inventar. Dann gehen wir mal auf das Bastardschwert. Moment, dafür brauche ich 20 Stärke. Ah ja, gut, dann in dem Fall noch nicht.
Aber ich habe noch Rüstungen bekommen, glaube ich. Jägerhut. Höhlensoldatenhelm und Infanteriehelm. 217. Meine aktuelle ist. Ach, das ist. 405. Ja, ich bin mit der aktuellen Rüstung echt gut dabei, ne? Ich bin mit meiner aktuellen Rüstung super dabei, also brauche ich gar nicht groß überlegen. Oh, die ist. Oh, okay. Lederstiefel haben mehr Rüstung und sind leichter. Wie ablegen? Nein, du sollst sie ausrüsten. Ah, das kommen andere Werte, die schlechter sind. Ah. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Na gut, in dem Fall bin ich wirklich. Bin ich eigentlich gut dabei? So, hi. Was geht hier? Hallo? Jemand zu Hause? Nee? Okay, hier unten ist nichts. Hä? Wirklich? Dann muss ich weiter bei Dennis entlang, oder was? Da war die Kiste. Backpack Battles. Ja, habe ich auch ein bisschen gespielt tatsächlich. Auch ein bisschen Ranked Games. Also es gab ja nur Ranked Games, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Also hier will man, glaube ich, diese Katzen. Pfoten haben, um da runter zu gehen. Diesen Katzenring. Ah, hat auch unranked. Ja, ich habe hauptsächlich ranked gespielt. Mir scheint, ich muss doch. Ich glaube, ich muss doch zu Dennis. Aber da unten ging. Da war doch auch sonst kein Weg, oder? Wechselt viel, was gut ist, okay. Ja, Dennis, wir rennen jetzt einfach mal an dir vorbei. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Lass mich in Ruhe, bitte. War hier noch irgendwo ein Weg? Tja. Ja. Ah, shit. Hier ging es nur nach oben. Und da hinten geht es wieder da raus. Ist hier irgendwo noch ein Weg? Ja, Dennis, hi. Ach komm, ey. Shit. Nee, mit seinem Riesending, ey. Haut er mich mit seinem Riesending?
Das ist super, super nervig, dass er mich staggert mit einem Schlag und ich ihn nicht, weil ich ihm zu wenig Schaden mache. Okay, aber da gab's jetzt auch keinen Weg weiter. Ah, Moment. Ich habe noch eine Idee. Ich glaube, da drüben war noch eine Tür, ne? Erstmal viel zu viel Schaden vom ersten Gegner kriegen. Ah ja, guck mal. Wunderbar. Okay. Richtige Lanze. Oh, 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 jetzt haut er zu. Bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Oh. Ich werde wahrscheinlich diese Tür trotzdem nicht öffnen können gleich, aber ich kill ihn jetzt. Komm mal weg von der Wand. Klosteramulett. Ring. Lol, ich habe den Ring gar nicht angelegt, den ich am Anfang ausgewählt habe. Okay. Oh Mann. Oh Gott. Prächtige Lanze. Ich habe ein Klosteramulett. Das hier? Da. Oder? Ja. Ah, halt Gift und stellt Trefferpunkte wieder her. Naja, gut.
Aber hier brauche ich das Symbol des Königs. Was ist hier unten so? Da geht nix. Kein Bereich, in den man, zu dem man hin soll. Ring der Wiederherstellung und 3 Fackeln. Okay. Ich habe noch eine Idee. Dann muss ich jetzt aber so eine Schildkröte bekämpfen, was mir jetzt nicht so gut gefällt, aber bleibt ja nichts anderes übrig in dem Fall. Komm mal her, du. Na doch, mir bleibt was anderes übrig. Aha, ich habe eine Idee. Ich will sie nicht bekämpfen. Die sind voll nervig. Also noch jedenfalls. Ja, komm halt da raus jetzt. Hast du da nicht durch, oder was? Tschüss. Genau, das wollte ich mal testen. Mal gucken, wo der mich hinfährt. Okay, das... Unnütz. Hi. Und jetzt darf ich vielleicht die Tür... Nee, ich darf sie immer noch nicht aufmachen. Geht hier hinten doch noch irgendwo? Geht's da weiter? Nee, da ging's doch nicht weiter. Hier war nur der große Boy und ansonsten? Nee, hier ist, das ist einfach die Arena. Nee, hier ist nix. Okay, krass. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich hier jetzt so sehr auf dem Schlauch stehe, wo ich lang muss. Jetzt steht da oben diese dämliche Schildkröte rum. Scheiße. Nein. Oder auch nicht. Schildkröte ist weg. Okay. Ja, kommt ihr mal. Okay. Da ist noch eine Tür. Oh, wer bist du denn? Uncool, uncool, uncool. Okay. Passt. Ja, die sind ein bisschen stärker. Ah, da geht's nicht lang. Das
Das ist ja auch irgendwie, dass hier einfach so Felsbrocken überall rumliegen vor den Türen. Wo? Da oben. Aua. Unnötig. Oh. Ziel eines und Lebenssteine, 3 Stück. Ja, komm, ich benutze mal einen. Ich will jetzt nicht zum Leuchtfeuer zurück. Wird der nächste Boss? Nee. Ach, er wieder. Oh, shit. Nee. Oh Mann. Und fliegen kann er auch. Der Verfolger. Er fliegt halt echt. Aha. Und es sind Ornsteins Mechaniken. Oh, wow, 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 wow. Was tun wir da? Ach, das ist Popcorn. Ich guck gerade die ganze Zeit in den Chat und denk, hä? Was ist das? Ich hau halt voll gegen sein Schild da, ne? Ich mache ihm kaum Schaden. Und meine Waffe geht mehr kaputt, als dass ich ihm Schaden mache. Oh, aua. Ja, das... Scheiße, jetzt habe ich gerade auf mein Handy geguckt, weil... Ach Mann! Scheiße, weil da ein Wecker runterging. Oh. So ein Mist, ey. Boah, Leute. Okay, Moment. Ja. Ich will bei dem ein bisschen mehr Leben haben. Ob ich den parieren kann? Das jetzt auszuprobieren ist ein bisschen doof, ne? Diese Echse da unten, die lacht mich auch jedes Mal an. Nee, andere Richtung, da lang. So, ja, ihr beide. Ihr müsst herkommen. Ich will mich... Das ist unnötig, dass ich hier irgendwie von denen jetzt Schaden kriege oder so. Einfach dran vorbeilaufen. Passt schon. Mit euch muss ich mich auch nicht unbedingt anlegen. Mal schauen, wie gut ich hier einfach durchlaufen kann. Jawohl, passt. Absolut okay so. Shit, zu früh ausgewichen. Uncool. Mega uncool. Es sind halt wirklich gnadenlos. Er ist nicht so hart, so schnell, nicht ganz so schnell wie Ornstein, aber er hat ein ähnliches Moveset. Ich habe eigentlich
LB gedrückt für Schild hochhalten. Hat ihn nicht interessiert. Nee, weg, weg, weg. Ach komm, ey. Ja, ist ja gut. Wollte heilen mal zwischendurch. Boah, nee. Uff. Okay, boah. Andere Waffe. Was habe ich für Waffen? Ich sollte sie... Ich habe jetzt noch nicht versucht. Kann ich ihn parieren? Kann man Bosse parieren hier in diesem Spiel? Großschwert. Gegenstand kann mit aktuellen Attributen nicht effektiv benutzt werden. Ja, und wenn ich es zweihändig nehme, dann schon. Aber dann könnte ich das Schild wegtun. Dann ist aber nichts mehr mit parieren. Dafür mache ich mehr Schaden wahrscheinlich. Hoffentlich. Ziemlich sicher? Keine Ahnung. Kommt mal her, ihr zwei. Ihr dürft Bekanntschaft mit meinem neu auserkorenen Schwert machen. Und höhere Reichweite habe ich auch. Okay. Rolle ist eine leichte Rolle. Ja, ein bisschen mehr Schaden kriegt er. Aua. Ach komm. Also zumindest benutzt er den Flakon nicht, wenn ich durch den Hit unterbrochen werde. Das ist eine ganz nette Sache. Aber... Das Geräusch kommt, dass man ihn getrunken hat. Puh. Ist das... Boah, renne ich jetzt hier in einen Gegner rein, in den ich noch gar nicht reinrennen sollte? Ich weiß es nicht. Ich versuche hier einfach so dran vorbeizulaufen. Geht. Na, ich kann halt echt... Die können mich dabei unterbrechen, wie ich zum Boss laufe. Das ist scheiße. Das ist doch eine miese Nummer. Ich dachte, vielleicht war das vorhin nur irgendwie unlucky oder so. Aber nee, es geht tatsächlich. Ah. Okay. Okay. Das ist mies. Dass man es dann einem so schwer machen muss. Aber hey... Wenn so eine Mechanik von Anfang an in Dark Souls 1 gewesen wäre, hätte sich keiner beschwert. Da hätte es gehießen, ja, musste halt die Gegner platt machen, die davor stehen. Lauf, 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 lauf durch, danke.
Oh, in der Rolle. In der Rolle. Nee, 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 nee. Oh, hoho. Es fühlt sich nicht nach Schaden an, den man da macht. Puh. Uff, uff, uff. Oh, in der Rolle. Und währenddem ich das erste Mal in der Rolle gesagt habe, ist mir eingefallen, dass auch eine Sache, die mir tatsächlich gespoilert wurde, Iframes ist ein Wert, den man leveln muss. Ich weiß nur nicht welcher. Die Invincible Frames sind nicht in der Rolle quasi. Ein Teil davon ja, jetzt aktuell. Aber so, dass ich jetzt hier schon halbes Leben habe, ist natürlich wirklich großer Mist. Oh, uff. Okay, nach der Rolle ist auf jeden Fall ein Moment, in dem man ihn, nach dem Ansturm hat man auf jeden Fall einen Moment. Wollte ausweichen, ich wollte ausweichen. Ich habe B gedrückt, aber anscheinend zu spät. Weich aus! Weich aus! Weich aus! Oh. Ah, Oh, mache ich jetzt tatsächlich so einen Unsinn, dass ich farmen gehe für Seelen, für mein Level? Mache ich so einen Quatsch? Eigentlich nicht. Also was jetzt, was auch unnötig ist in diesem Spiel, warum muss ich in diese Stadt reisen zum Leveln? So, was soll denn das bitte? Zum Erwerb zahlreicher Seelen oder? Ja. Ja, behalten wir es mal noch. Ich werde nicht farmen, aber ich benutze alle meine Seelen. 7000 kann man doch bestimmt noch mal ein bisschen was. Seek souls. Lord, seek the king. That is the only lest this land swallow you whole, as it has so many others. Ja, immerhin kann man reisen. Ja, das stimmt. So. Welcher Wert sind die Invincible Frames? Bewegung wahrscheinlich, rechts. Balance oder Bewegung? Balance wird sein, Balance. Bestimmt ist es Balance. Dann würde es Sinn machen, ein bisschen was in Kondition zu packen. Mache ich einfach. Kann ich nochmal? Nee, ne? Nee, 2003. Ist schon lange vorbei, meine Lady.
Good lady. So, ich lerne ihn jetzt noch ein bisschen. 2, 3, 4 Versuche, bevor ich auf die Menschlichkeit wieder gehe, für mein Leben. Ihr Bazis! Müsst mich auch nicht 10-mal stechen. Ich hab die Info nach dem ersten Stich verstanden. Renn nicht an uns vorbei, wir wollen auch kämpfen! Nee, 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 ja! Okay. Nein, 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 zu spät. Zu spät B gedrückt. Ah. So. Vielleicht die falsche Waffe? Nee. Aber mit dem Schild kann ich zumindest sein... Ich sollte vielleicht auch hier mal versuchen zu blocken, ne? Kann ich ein bisschen Schaden abhalten. Ich habe immer noch nicht versucht, ob ich ihn parieren kann. Ich finde nur, das Timing hier in diesem Spiel fürs Parieren ist so schrecklich bisher bei dem, was ich gesehen habe. So, ja, ich weiß, ihr beide wollt mich. Wir machen es wieder so wie vorhin. Das andere ist mir zu inkonsistent. So. Ey, von mir aus kannst du das immer machen. Das ist ein super Pattern für mich. Damit komme ich klar. Hier weiß ich, wo ich hauen kann. Oh, jetzt ist vorbei, oder? Nee, immer noch nicht. Die kommt schneller. Könnte auch 2-mal draufhauen, aber... Wow, shit. Ah, panisch die Rolle geballert. In der Panik wollte ich, dass ich 2-mal nach hinten wegroll, um zu saufen. Ah. Ja, noch halte ich ein paar Hits aus. Können wir noch ohne Menschlichkeit machen. Let's go. Fast die Hälfte, ja. Aber ich hatte auch echt ein gutes Pattern von ihm gerade. Er war sehr, sehr gnädig. No, 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 no. Warum muss ich zwischen euch sein? Warum sandwicht ihr mich? Scheiße. Oh Gott.
Lauf rein. Ja, hoch. Oh, ja, 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 ja. Woran hätte ich jetzt sehen können, dass ich da... dass da ein anderer Angriff kam als eben. Nein. Oh no. What? Nee. Verflucht? What? Mist. Ah. Verflucht. Bedeutet auf jeden Fall mal was anderes als in Dark Souls 1. Okay. Keine Ahnung. Ich habe keine Anzeige, dass irgendwas anders wäre, also gehen wir einfach nochmal rein. Gehen wir einfach nochmal rein. So, und ihr beiden kommt jetzt bitte und sandwicht mich nicht. Das wäre nice. Weil die Sandwich-Nummer von vorhin, die war gemein. Kennt ihr diese Entertainer auf den Straßen, die so zwei Puppen vor sich und hinter sich haben, die die gleichen Bewegungen machen wie man selber? Die beiden waren gerade so. Oh oh, ich bin zu spät. Scheiße. Shitty, 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 shitty. Blöd. Saublöd. Okay. Tschüss, Leute. Wir machen mal kurz ein Reset. Oh, Mann. Oh, Gott. Ach ja. So, ihr zwei. Dumm, die Dördel, die Dumm, Dumm. Dum, dum, dudel, di, dum. Dum, di, dudel, di, dum. Bum, 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 bodel, du, dum. Ah, ich glaube, dass die zwei von unten, die kommen hier. Die sind dann so schnell hinter mir, oder? Weiß ich nicht. Nee, jetzt ging's. Shit. Oh, ich bin voll in ihn reingerollt.
Aber die Invincible hat trotzdem, also war jetzt keine. Die Rolle. Irgendwie durchs in ihn reinrollen hat dann seinen Schlag wohl mich getroffen. Gut, also an dieser Stelle gehen wir jetzt. Oh, ich habe nur noch zwei von den Dingern. Und ich weiß nicht mal, woher ich neue bekomme. Vielleicht bei den alten Ladies in der ersten Hütte. Ja, du kannst direkt wieder aufstehen. Weil diese Menschlichkeitsdinger, das ist schon eine gemeine Sache, dass ich hier so viele von denen brauche. So, jetztle. Also, Boy, ich bin menschlich. Wollen wir doch mal sehen, was du jetzt zu bieten hast. Ich mache weniger Schaden als eben. Warum mache ich weniger Schaden? Und was zum Teufel? Ach komm, ey. Mann! Okay. And once again. Wieso hatte ich gerade 62 FPS in diesem Spiel? Ich dachte, das kann nur 60 FPS. Das war jetzt gerade mega unnötig, dass er mich so hart hittet. Er hätte mir ja wenigstens eine halbe Chance geben können, oder? Aber das... Da ging gar nichts. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, Leute. Ich weiß, bitte nicht mehr hauen. Bitte nicht mehr hauen. Nicht, tut mir nicht weh. Ich will nur an euch vorbei. Ich lasse euch leben, ihr lasst mich leben. Der Pfeil von ihm da oben, ne? Oh Mann, ey. Nee, ich darf ihn dann nicht zweimal hauen. Und das ist eine Rückwärtsrolle und kein ich ach. Ach, dass er mich in der Rolle. Nee. Das ist der zweite Boss, Leute, den ich sehe. Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht so, als wäre ich hier richtig, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, ich mache ihm zu wenig Schaden. Stoßschwert. Kleiner Schild. Ich will es nochmal mit Schild probieren. Oh Gott, ein Stoßschwert. Willst du mich verarschen? Das ist ein Dolch. Oh Gott, zum Glück probiere ich das Ding vorher aus. Das ist ja grausam. Okay, ja, damit können wir es probieren. Ein Brieföffner, ja. Dum dum doddel dorum, bum dum dum doddel dorum.
So, komm schon. Now is our time. My time has come. Geh durch, geh durch, geh durch. Ja, oh, dass man da Angst haben muss, das ist ein bisschen mies. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Was sehen meine verzückten Augen? Oh, oh. Nein, 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 geh weg. Oh, er hat's kaputt gemacht. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich dachte, ich kann das irgendwie nutzen, aber nee, eher nicht so. Ah, ich kann ja Ausdauer. Ärgerlich. Ah, das ist... Da muss ich auf die Ausdauer aufpassen. Viel mehr. Sauf! Scheiße, zu spät. Ah, oh, fuck. 10x gedrückt und er hat nicht gesoffen. Weil ich, keine Ahnung warum, wahrscheinlich noch in der Rollanimation war, währenddem ich gedrückt habe. Weil vermute ich, dass die Rollanimation länger geht, als man die Rolle sehen kann, vielleicht. Da lang. Ich habe jetzt mein Schild wieder nicht benutzt. Ich bin ausgewichen. Das ist ja dann Quatsch. Aber er hat mir tatsächlich auch mit Schild null Schaden gemacht, ne? Wenn ich es hochgehalten habe. Er hat mir null Schaden gemacht mit dem Schild. Also ich glaube nicht, dass ich ihn parieren kann. Bom, bom, bottle, da, dom, bom. Wie das aussieht. Nein, 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 ja, ich mache mich nicht mehr über euch lustig, ist ja gut. Oh, da kann ich eigentlich direkt resetten gehen, ne? So viel Schaden, wenn mich jetzt nur einmal getroffen worden wäre, mein Gott. Aber das... Ey, man kann ja schnell die Leitern hoch. Ist ja witzig. Also ich kann ihn killen, auf jeden Fall. Oh, versuche ich das mit dem Schild oder... Weiche ich aus, nehme es zweihändig. Nee, ich will den Zweihänder nehmen. Wo ist er denn? Da, Großschwert. Einfach geradeaus eine Rolle machen, dann kommt man da super durch. Muss ich mir merken. Ah, jetzt habe ich aber den Schild, ne? Muss ich gleich mal gucken, ob ich jetzt eine leichte oder eine Heavy Roll habe. Koch, gerade so. Okay, ist eine Light Roll. Passt. Dass er mich da treffen kann, ey. In der Rolle ist so mies. Auch hier. Das Timing ist absolut. Also. Das Timing ist ein bisschen. Oh, alles okay. Alles
Okay. Alles gut. Ich habe kein Abendessen gehabt. Kein Grund auszurasten. Wir bleiben ruhig. Auch ohne Essen im Bauch. Kämpft dagegen an. Ja. Nee, das Schlimmste ist eigentlich, dass ich Hunger habe ein bisschen. Das macht mich meistens. Geht mir mehr an die Nerven, als hier 10-mal in diesen Blödsinn reinzurennen. Okay, wenn der nicht trifft, macht er keinen zweiten an der Stelle. Er macht, glaube ich, nur zweite Schläge, wenn die treffen. Da kommt auch kein zweiter. Da kam jetzt kein zweiter. Oh, dass der getroffen hat, das war jetzt. Das war wieder so ein Homing-Ding, ey. Außen Ding raus. So ein Homing-Hit. Das Moveset erinnert mich so hart an Artorias. Das ist fast schon frech. Blind kopiert aus dem DLC, ey. Bisschen Ornstein und ein bisschen Artorias. Nope. Ja, alles klar, wir kämpfen mit Luft. Nee, eigentlich habe ich die Rolle gedrückt. Rechtzeitig, ziemlich rechtzeitig. Ich darf nicht. Ach. Ich habe die Rolle, die B-Taste gehämmert. Wie ein Wahnsinniger. Ich glaube, auf der PlayStation müsste das Kreis sein, denke ich. Auf dem PlayStation Controller. Ihr habt ja vielleicht teilweise meinen Exkurs gesehen, warum ich ausschließlich Xbox Controller spiele. Oh, das wäre auch noch ein gutes Short eigentlich, oder? Daraus könnte man eigentlich ein gutes Short machen, denke ich. Also was ich ganz gut hier finde, ist tatsächlich, dass ich auch auf größere Entfernung anvisieren kann. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Na Mist, ja, ich habe es gerade gemerkt, dass die Rolle dumm war. Nee, nicht den Lebensstein. Shit. Vor allem dauert der viel zu lang. Oh. Kann es sein, dass der Flakon ein bisschen schneller ist als der Lebensstein? Scheiße. Dass das nicht gereicht hat, um den Lebensstein zu benutzen. Wow. Die Animation ist länger. So ein Mist, ey. Jetzt habe ich wieder den Flakon drin. Ich habe einfach gedrückt, ohne zu gucken, was ausgerüstet ist. Diesen dämlichen Schild vom Rücken runter tun mal. Bin ich noch einen Ticken schneller so? Nee, macht keinen Unterschied. Dann könnte ich aber noch ein bisschen Ausrüstung anlegen, bisschen mehr Rüstung rantun.
Das würde sicherlich einen Unterschied machen. Komm, sei gnädig. Keine Ahnung, wie ich jetzt wieder Sonnenpattern hier krieg. Scheiße. Der war vielleicht ein bisschen zu früh genommen. Ach, dass das ein Treffer war. Ich will jetzt erst einmal saufen. Nein! Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott! Ich stand einen halben Meter neben seinem Schwert. Das Schwert war nicht mal in meiner Nähe und ich wurde reingeglitscht in sein Schwert, damit das ein Hit ist. Oh, wie mies ist das denn? Sogar das mit dem schwarzen Dampf und den roten Augen, wenn Artorias zum Super Saiyajin wird, selbst das ist dreist geklaut bei dem. Und das ist erst der zweite Boss in dem Spiel. Also ich meine, es ist ja From Software. Ja, so, hey, ne? Also geklaut, so richtig geklaut ist es nicht, aber es ist schon etwas lahm kopiert, sagen wir es so. Etwas lahm kopiert. Ohne Erfindungsreichtum oder wie soll man sagen, keine eigene Fantasie mit eingeflossen oder... Also ich verstehe absolut, warum das... alleine dieser Boss hier zeigt mir, warum das Spiel nicht gemocht wird. Ich meine, was ist das für eine Aktion, ey? Das kannst du nicht machen. Dass, obwohl du nicht getroffen wirst, du trotzdem den Hit bekommst. Ich müsste mal gucken, ob ich auch einen schweren Angriff hier machen könnte. Scheiße, ich habe zu spät gesoffen. Ja, scheiße! Mann! Ärgerlich. Ja. So. Also, letzter Versuch. Ich bin schon über meiner Zeit für die Aufnahme. Ich wurde getroffen. Keine Ahnung, welcher Speer mich jetzt da gerade so gehittet hat, aber... Ich will einen schweren Angriff probieren. Ich will ja mal einen schweren Angriff probieren gegen ihn. Wie viel? Ja, macht schon ein bisschen mehr Schaden.
Was? Jetzt ist er auf... Was? Hä? Jetzt hat auf einmal der... Hä? Okay, keine Ahnung. Das... Was? Das habe ich jetzt... Das habe ich nicht ganz verstanden. Oh, ich habe nur noch ein so ein Menschlichkeitsding. Ich muss es halt ohne machen, ne? Wie viel Leben kann man wohl verlieren? Ich muss ihn No-Hit machen. Okay, wir machen noch einen letzten jetzt. Einen letzten Versuch. Leute, mein Magen knurrt. Ganz schlechtes Zeichen. Ganz schlechtes Zeichen für meine Stimmung. Ich muss unbedingt was essen. Go, go, Power Rangers. Ah, jetzt kam... Okay, jetzt hat er, weil ich zu ihm gelaufen bin, oder was? Nee, ach komm. Man hat dann keine Zeit zum Saufen, wenn man nur eine halbe Sekunde oder so später dran ist. Wisst ihr was? Nein, machen wir es erst anders. Danke fürs Einschalten. Ich habe einen Riesenspaß. Ich würde auch gerne jetzt noch weitermachen, aber ich muss eine Kleinigkeit essen. Deswegen vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.